Die Chemieproduktion in Bayerns größtem Chemiepark Gendorf erfordert die Einhaltung höchster Umwelt- und Sicherheitsstandards. Aus diesem Grund herrscht im Chemiepark eine hohe Sicherheitskultur ohne Kompromisse. Risiken beherrschbar machen und die Sicherheit am Standort verbessern. Das hat für den Standortbetreiber Infrasurf Gendorf höchste Priorität. Dafür hat Infrasurf Gendorf eine professionelle Notfallorganisation. Wir haben über 50 hauptberufliche Werkfeuerwehrleute, die speziell für Einsätze in der chemischen Industrie trainiert und ausgerüstet sind. Von diesen 50 Mann müssen 14 Mann immer vor Ort sein. Ein Kollege ist der Einsatzleiter vom Dienst, ein Kollege unterstützt in der Einsatzzentrale, die restlichen 12 Kollegen sind für die Einsätze zur Verfügung. Die restliche Mannschaft kann bei Bedarf nachalarmiert werden. 3 Minuten haben wir Zeit, um vor Ort zu fahren. 1 Minute Zeit bleibt für die Erkundung und nach einer weiteren Minute beginnen dann die ersten Maßnahmen. Der Chemiepark Gendorf verfügt über eine Feuerwache mit modernster Einsatzleitzentrale. Dort laufen hochempfindliche Meldeanlagen wie Brand- oder Gaswarnmelder sowie Störmeldungen zusammen. Neben der Überwachung des Geländes des Chemieparks Gendorf ist die Hauptaufgabe der Einsatzleitzentrale die Alarmierung und Koordinierung der Einsatzkräfte im Fall eines Ereignisses. Eine zentrale Stellung innerhalb der Notfallorganisation nimmt der Bereitschaftsdienst der Werkleitung, abgekürzt BDWL, ein. Er steht rund um die Uhr zur Verfügung und wird selbst bei den kleinsten Unregelmäßigkeiten informiert. Der Bereitschaftsdienst der Werkleitung koordiniert die Notfallmaßnahmen, er leitet den Einsatzstab und als wichtigste Maßnahme, er übernimmt die Kommunikation mit den Behörden und den Medien. Bei einem Ereignis mit Außenwirkung ist die schnelle und umfassende Information der Nachbarschaft selbstverständlich. Bei einem Schadensfall werden die lokalen Medien binnen kurzer Zeit aktiv mit Pressemeldungen versorgt. Über das Bürgertelefon des Chemieparks oder die Website können sich Anwohner und Nachbarn jederzeit informieren. Damit im Notfall alle Handgriffe sitzen, wird im Chemiepark Gendorf regelmäßig geübt. Tägliches Training ist für die Werkfeuerwehr der Infrasurf Gendorf Pflicht, genauso wie turnusmäßige Übungen für den BDWL. Außerdem finden mit den öffentlichen Feuerwehren und Hilfskräften des Landkreises jährlich gemeinsam organisierte Großübungen statt. Es gilt, nichts dem Zufall überlassen. Das ist bei Infrasurf Gendorf gelebte Realität. Chemiepark Gendorf. Der Chancenstandort.